Es ist Sonntag, glaube ich zumindest. Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ich bin gerade damit beschäftigt, den neuen Tag einzuleiten, indem ich diverse Zaubersprüche zauber. Und mein ganzes Ensemble wiederherstelle. Und hier diverse Sachen hin und her zauber. Zauberungsfähigkeiten oder... Das andere Ding. So, und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch einen... irgendwelche Skelettebeschwörer. Dafür bräuchte ich halt Leichen. Kriegen wir denn jetzt spontan Leichen her? Vor allem gültige Leichen. Ich würde eigentlich ins magische Emporium gehen. Wahrscheinlich werde ich mir die ganzen Bonustruppen, die ich gerade mir rumtrage... Wo könnten denn Leichen sein? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo Tempel sind. Warte mal, Baldur's Tor. Nee. Tempel des Baal. Da unten liegen doch bestimmt jede Menge Leichen, die wir nutzen können. Sind hier nicht irgendwo tote Leute? Ach, da oben, da sind doch jede Menge Leichen. Isan, Lupa, das ist schön, schön, schön. Okay, wir haben Leichen gefunden. Der Wegner Alex. So, dann können wir nämlich hier noch... Ja, ein Ghoul oder einen fliegenden Ghoul? Ein fliegender Ghoul, der auf Fernkampf spezialisiert ist. Ich weiß nicht so richtig, ob ich wirklich dafür einen Level 5-Slot verschwende oder ob ich mir einfach ein normales Skelett hole. Die zwar irgendwie relativ schlecht gegen das meiste Zeug sind. Aber der fliegende Ghoul, der kann Fernkampf? Die Beschwörer sind... Aber die sind doch nicht auf Fernkampf spezialisiert, oder? Die fliegenden Ghule? Die haben doch keinen Fernkampf, die Viecher. Ja, die haben nämlich jeden keinen Fernkampf, die wieder. Wenn man die Skelett ist, tatsächlich immer lieber gewesen. So, hat Karlach noch irgendwas? Durch irgendwelche Gegenstände? Nee. Hat das Tarion irgendwas, um Tote zu erwecken? Nee. Naja, gut, okay, dann können wir. Dann können wir in den nächsten Schritt gehen. Dann können wir jetzt ja. Das Heldenmahl zaubern? Dann sind alle pappsatt, außer die Untoten anscheinend. Und dann können wir noch einen... Brauche ich Level 5 für irgendwas? Nicht wirklich, oder? Verstehe Genesung halt, aber ansonsten ist Level 5 eigentlich relativ sinnfrei. Dann würde ich mal sagen, dann hauen wir mal Beistand auf Level 5 raus. So. Gut, dann ist meine Truppe jetzt ja maximal gestärkt und besser wird's nicht. Und dann können wir mal gucken, wie viel weiter wir jetzt hier kommen. So, zur zentralen Stadtmauer mit unserer guten Ätzarmee. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch so notwendig ist, so viel Ätzarmee-Mitglieder zu beschwören. Aber zumindest die Eismann-Fieten sind mit 53 Lebenspunkte, also mit den plus 25 schon mal wesentlich besser. Aradin, ach, Aradin ist auch hier. Warte, machen wir mal Quicksave und reden wir mit ihm hier. Machen wir die Quest weiter. Der bestimmt so alle Lorokan, oder? Hallo, Aradin. Let me back in. I'll bring Lorokan out here, you tin tube. You tell Lorokan I went for his goddamn night song. And now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Oh, also er meint, dass er in Olorokan bezahlt, weil er hat das Nachtlied gesucht und dafür möchte er bezahlt werden. Aber und jetzt fragt er mich, ob ich, hat mich wiedererkannt, jetzt fragt er mich, ob ich das nicht erkannt habe. Das Nachtlied, ob ich das gefunden habe. Ich habe das Nachtlied gefunden, das war kein Rick, sondern Azimar. Ja, wir sind mal richtig ehrlich. Mal gucken, wie das wird. Anathema! Hells. If I'd known, I'd have asked for more gold. Kidnapping costs more than theft. Don't forget, I'm the one who gave you that contract. I want my cut. Aha. Also er meint, er soll nicht vergessen, wer ihm den Auftrag gegeben hat, er will seinen Anteil haben. Sie, Kleriker, Selune und Einschüchtern. Sie ist ein Wesen des göttlichen Ursprungs und steht unter... Also wir müssen auf jeden Fall die Selune-Kleriker-Geschichte nehmen, so viel ist ja schon mal klar. Aber sie ist in meinem Lager, wenn ihr sie auslieferen, müsst ihr sie selbst ausschalten. Ich würde noch nicht bezahlt. Sie ist unsterblich und hartnäckig. Ihr könnt es euch abschminken, sie gegen eine Belohnung auszuliefern. Sie ist ein Wesen des göttlichen Ursprungs und steht unter meinen Schutz. Kommt ihr nicht zu nahe. Wir machen mal das. Aber vorher können wir mit ihm handeln. Hat er vielleicht noch Heiltränke im Angebot? Hat noch Fallen, er hat in der Tat einen Heiltrank. Der ist gekauft. Danke dafür, mein guter Aradin. Ich habe auch
Ich habe noch Waren anzubieten, wie diese wunderschönen, nicht gewollten magischen Beinschienen. Und wie wär's mit diesem Kriegshammer plus 1? Der ist so spottbillig! Ja, hier, Kleriker Selune. Ich würde auch sagen, good luck, Aradin, das wird wahrscheinlich eher nichts. Einschüchtern echt so schwer? Na, wir versuchen es einfach mal so. Beim Einschüchtern ist Charisma-Wurf. Oh. Ja gut, das ist dann ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. I ought to knock some sense into you. But you know what? I'm too goddamn tired. If she's out there, I'm gonna find her. You mark my words. Also er meint, er will sie finden. Das Nachtlied. Und wird sie zurückbringen. Dass ich hier nicht erinnere mit Klang. Zzt. Die Rüstung untersuchen, um ihr Wesen zu erkennen. Naja, minus 1 plus Intelligenz. Naja. Nee, da müssen wir nichts zaubern für. Whatever magic powers the armor is beyond your knowledge. Okay, was soll man die Rüstung antreiben oder steigt beim Wissen? Das ist ja gar kein Problem. Lassen wir doch einfach mal den Magier daran, der kann sich das vielleicht besser. So, hier. Geld ist gar nicht mal so viel besser in das rausziehen, was das ist, ne? Meine Güte, der hat jetzt irgendwie. Muss doch also reichen. This armor is a construct animated by powerful magic. It has no soul or power of speech, but it follows the directives of its master. It feels no pain and knows no morality. It will act on behalf of its master and perish when the magic that binds it is severed. Also um es kurz zu machen, das Ding hat keine eigene Seele, kann also nicht sprechen, befolgt über die Befehle ihres Meisters und ist dabei skrupellos, beziehungsweise hat einfach keine Moral für sich selber. Also das Ding ist quasi ein etwas intelligenterer Automaton, um es kurz zu machen. Darf ich vielleicht hineingehen? Okay, weggehen. Okay, wir gehen einfach rein, würde ich sagen, bevor wir hier lange mit irgendwelchen Robotern diskutieren, die eh keinerlei eigene Agenda haben. Ist das direkt Lorokan? Nee, ist das Rolan? Achso, er wollte ja hier arbeiten, hat er ja gesagt, ne? Tienan Wand. Oh, ein Lava-Emitter. Tinnitter Kreuz, Jederkreuz, beliebte Rüstung. Vitrine. Hector-Rober. Können hier aber die Kinder? Oh, was ist das denn? Eine beschworene Spinne. Ja, reden wir erstmal mit Rolan. Ganz freuen zu sehen. What are you doing here? Er hat immer noch Blut im Gesicht. Er fragt, was wir hier machen. Ja, was mit seinem Gesicht passiert? Nothing for you to worry about. His voice catches. Something's wrong here. But never mind that. What can I do for you? Er meint, das mit dem Gesicht geht uns nichts an und er möchte es verdecken. So, ich habe Informationen über das Nachtlied. Fragen viele Leute nach dem Nachtlied? It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real night song. Looking for the mountain of gold the Roican promised. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Okay, die Leute fragen aktuell nur nach dem Nachtlied, weil Olle Lorokan möchte das Ding anscheinend unbedingt haben. Das Nachtlied, das hält sich gerade im Lager auf. You must be mistaken. The night song is a relic. Something quite ancient to hear Master Lorokan talk. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find the way into his tower up there. Ah ja, also er meint, dass wir machen wohl Witze, aber weil das ist ein uraltes Relikt, so wie ich es verstanden habe. Aber wenn wir wirklich was wissen, sollen wir mal kurz hochgehen mit ihm reden. Hallo Roland. How can I help you? Handeln? Warte mal. Er hat tatsächlich. Moment. Gail! Wir müssen mal mit diesen freundlichen jungen Herren hier reden. Und eventuell was einkaufen. So, was haben wir denn hier? Geburtsrecht. Sehr selten. Charisma plus 2 bis zu 22. Okay, den Hut, den Gail gerade aufhat, der ist nicht ganz so geil. Würde ich mal sagen. Also, der Hut ist schon mal gekauft. Ihr Armseelen versteht einfach nicht, wie verdammt leicht mit diesem magischen Hokuspokus und Zauberei-Sachen von der Hand gehen. Ein sehr endfälliger Sauber auf der Beide-Magie-Akademie. Also, das Charisma bringt mir an sich ja für Gail nicht viel, weil er zaubert ja nicht mit Charisma. Aber es bringt mir halt unfassbar viel zum Handeln. Schnellzauberhandschuhe. Zaubertricks, die eine Aktion kosten, kosten stattdessen eine Bonusaktion. Dieser Effekt kann nur einmal pro kurz rasten. Na, mei. Diese Handschuhe wurden vom Magier Bucknard getragen, der immer sagt, Geschwindigkeit sei das Wichtigste beim Zauberwirken. Sollte ein Zauber daneben gehen, kann man danach schließlich immer noch wegrennen.
Ring der Regeneration. Zu Beginn des Zuges wird der Ring aktiviert und heilt dich um 1 bis 4 Trefferpunkte. Dieser Ring ist ein kleiner Feldarzt, der aber keine 70 Goldstücke für eine 15-minütige Untersuchung verlangt. Ein Zauberer-Robert, ist da hier irgendwas rum? Nee, nicht das. Weste der Seelenverjüngung. Wann immer der Träger einen Rettungswurf gewinnt, gegen den Zauber steht, gewinnt der Bob Trefferpunkte dazu. Höhere Kushigo-Konter. Okay, das ist Mönchstuff. Was haben wir hier noch? Rüstung des Landfalls. Du hältst einen Bonus plus auf der Zauber-SG, Regeneration im grünen Bett. Wenn du deinen Zug auf einen Pflanzenwachstumsoberfläche oder einen Rankenoberfläche gewinnst, gewinnst du einen. Okay, super. Schön. Naja, gut. Überzeugt mich alles nicht so. Und den Hafner Heiligschläger, wo auch immer der herkommt. Dieser Kampfschlag wiegt schwerer wie die Bindung zwischen den Hafnern, denn obwohl sie anonym und im Geheimen ihr Werk tun, verfolgt sie alle eine gemeinsam gerechte Sache. Cool, ich kaufe mal eben diesen Hut. Achso, ich habe gehört, das ist ein Ort von Magie-Korophäen. Warum seid ihr hier? This is my apprenticeship. It has not been what I expected. Master Leroican is a difficult man. He's consumed by his pursuit of the Night Song. I haven't learned a thing, and I fear it'll stay that way. But never mind that. What can I do for you? Ah ja, okay, also er meint, dass das hier seine Lehre ist und dass er absolut nichts gelernt hat bis jetzt. Dass es ein bisschen deprimierend ist. Achso, Vorteil bei... Oh. Janats Hut sollte ich eventuell vielleicht auch mal aufsetzen, wenn ich mit Leuten rede, oder? Na gut, lassen wir erstmal diesen Hut auf und drehen dann diesen Menschen hier. How can I help you? Der eigentlich ein Tiefling ist. Der klingt übrigens wirklich deprimiert, oder? I suppose that at least I can help with. So, plus 39. Haben wir hier eigentlich noch alles? Ein Kurzschwert plus 1? Sowas kleppe ich noch mehr rum. Zwei Anplan. Die ganzen normalen Sachen können, glaube ich, gut. Oh, das war gerade irgendein toller Helm, oder? Triumphaler Helm. Okay, der war nicht toll. Das lag noch. Leichenschleifer? Scheint denn dann aber wieder 6 Wuft schauen. Das ist gar nicht schlecht, ne? Der Hammer ist echt extrem gut. Fällt mir mal so auf. Der Leichenschleifer, ne? Der ist. Zumindest, hä? Ich glaube, ich muss den Leichenschleifer gleich nochmal näher angucken. Roland hat es bei mir bisher nicht geschafft. Die Schatten haben ihn auch nur gefressen. Naja, gut, ich habe ihn ja extra gesafe-scumpt, damit er bisher her das schafft. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass er zufälligerweise bisher gekommen ist. Was ist denn das hier noch? Otto's unwiderstehlicher Kampf, Cone of Cold, magisches Geschoss auf jeden Fall was wert. Hexenfall kann er behalten. Eissturm ist auch eher so mittel. Dimensionstür wäre interessant, um eine Bank leer zu rein. Blitz ist gekauft. Feuerwand. Haben wir noch einen Feuerball hier? Den würde ich noch nehmen. Ich meine, hier Kettenblitz ist auch ganz geil. Aber kostet auch ein gutes Geld. Und ich glaube, so dringend brauche ich. Habe ich nicht sogar noch ein paar Kettenblitzrollen? Ich habe, glaube ich, tatsächlich keine Kettenblitzrolle. Na gut. Haben wir noch einen Feuerball? Feuerball ist eigentlich immer noch so ein schöner. So ein schönes Ding, auf dem wir mal rausholen können. Auslöschung haben wir hier noch. Echt kein Feuerball. Sehe ich mir das gerade nicht? Ja, der Rest hier irgendwie Glyph des Schutzes, irgendwie Eissturm. Ja, ist alles nicht so interessant. Und die meisten Sachen kann ich halt auch irgendwie schon. Meine Dimensionstür ist halt ganz interessant, wenn du irgendwo hin willst. So, naja, wollen wir jetzt ja nicht. Naja, gut, okay, denn den Ring. Wenn du der kann dunkeln bist. Ja, das wäre eigentlich was für Gale, der Ring, ne? So, eine andere heilt. Wenn du eine andere Kreatur heilt, aber das. Warte mal. Der Ring hier ist komplett sinnlos für Astarion. Nee, oder? Er ist nicht für Astarion total wohl. Okay, nevermind. Das ist eigentlich ein guter Ring für Astarion. Doch. Okay, der Ring der freien Aktion ist doch ein guter Gegenstand für ihn. Herr Gell kann eigentlich seinen komischen Nachtsichtring eigentlich mal wegpacken. Den brauchen wir eigentlich nur, wenn es wirklich dunkel ist. Und die meisten Orte, an denen wir bis jetzt waren, ist, wenn er so ein bisschen passiven Heal kriegt. Es ist halt 1 bis 4, ist ja noch nicht wirklich viel, ne? Wir holen das Ding mal und gucken mal. Ja, tschüss. So, wie viel Charisma hat ein Gell jetzt eigentlich? Dings jetzt Gell hier eigentlich? 2, 6, 16, naja. Damit hat er, glaube ich, immer noch am meisten von allen meinen Leuten, oder? Ja. Ist auf jeden Fall der perfekte Hexenmeisterhut, das Ding hier. Na gut, dann nehmen wir mal Janats Hut hier auf jeden Fall. Was war das hier noch?
Kannst du mal gießen? Ja, so, ne, dann nehmen wir halt mal den Ring hier, damit wir mit Lorokan reden können. So, will noch jemand nachhandeln? Wer seid ihr hier noch? Where is the famous Lorokan? His shop is a nutter shambles. Er meint, der Laden von Lorokan ist eine ganz schöne Frechheit. There's not much left. Looks like folks heard the Absolute was on the march and bought everything that wasn't nailed down. Ah, okay, gut. Also ich meine, es gibt gar nicht mehr so viel, weil das meiste wurde schon gekauft. Weil die Absoluten im Anmarsch sind. Lester Züchter? Oh, one moment. I'm trying to work out how many pinches of mugwort is equivalent to one of Mother's Leaf. Okay, gut, er versucht, irgendwelche Sachen umzurechnen. Sie sind dran. Wer ist Schuhmann Huren hier? Also die Leute arbeiten hier schon teilweise, oder was? Would you mind if I finish browsing before you muscle in, please? I was here first, actually. Okay, sie pullt einen Kareen auf mir und möchte mir erklären, dass sie als erstes hier war. Schön, dass wir die Hälfte der Sachen klauen dürfen. Wenn es nicht rot ist, darf man es mitnehmen, ne? Der dumme Drown, magische Schichten, die Zauberpest, Niedergang des Eisenthrons, der Weg zum Elminster, toll nach Foliantenhöker. Literature Department. Can I help you? Ach, sie flüstert, weil sie ihn im Literatur... Ach ja, stimmt, wir wollen noch den Nekromantie von Teig kaufen, oder nicht? Ein friedlicher Hafen umgeben von Büchern, daran könnte ich mich gewöhnen. Ich versuche mehr über die bestimmte nesterische Krone zu erfahren. Habt ihr das so ein Thema? Was ist jetzt? Ich habe besonders seltene Bücher. Hafen? These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Er meint, dass die Bücher, sie meint, dass die Bücher stille Ehrerbietung haben wollen. Ist das wahr? Bücher? Seid ihr empfindlich? Ach, jetzt kann ich das in Klammern sprechen. Wouldn't trade it for the world. So I wouldn't. Anything I can help you with? Also sie meint, sie würde nirgendwo anders gerne in der Welt sein. Nesserische Krone? Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Lorokan was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Ah ja, also er meint es, sie haben tatsächlich einige sehr wertvolle Bücher, die weggesperrt wurden zur Sicherheit der Kunden, weil die magischen Bücher anscheinend dazu neigen, gefährlich zu sein. Man kennt das von Pratchett, die Bücher sind, wenn man sie zu lange liest, irgendwann, die Leute sind noch einmal weg, die sie gelesen haben, und die Bücher sind dicker. Wir suchen auf jeden Fall den Tarcharischen Kodex. Interesting choice. If I didn't know better, I think you might have the Necromancy of Fae in your possession. I'd advise tremendous care with the Tharkiot Codex. The cost of unlocking its mysteries is onerous. Sie vermutet, dass wir die Nekromantie von Tai haben und wurde, meint, dass das sehr gefährlich sein könnte, diese Geheimnisse zu offenbaren. Die Annalen von Karsis, eine sessanische Narratei? It is said to be written by Lord Karsis himself, the Netherese Arcanist, who attempted to replace the goddess Mistra, failed and was banished for the attempt. Ich reg ein bisschen auf, dass sie flüstert. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsis. Where better to learn the secrets of the crown than in the writings of the one who might have forged it? Also die Annalen von Karsis sollten eventuell nicht, sind auch keine Lektüre für jedermann, aber die Erzählerstimme meint, es wäre wahrscheinlich das beste Buch, wenn man was über die Krone von Karsis erfahren möchte. Ja, was brauchen, müssen wir da verkaufen? Bye. Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsis are best left unread. Uh-huh.
Also sie meint, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich davon erfahren habe, dass das Buch existiert. Solche Bücher werden im Tresor aufgebahrt, wo sie niemandem etwas tun können. Oder jemand Leute, die was tun können. Und ich soll mich glücklich schätzen, dass ich darüber erfahren habe, dass sie existieren. Und jetzt soll ich besser gehen. Es gibt doch irgendeine Goldsumme für dich. Ich bin den ganzen Weg von nie wiederhergekommen. Eure Sammlungsumme, könnt ihr mich nicht wieder einen kurzen Blick. Wenn ich keine Papierschnitte haben wollte, werde ich mir sagen, was ich in diesem Tresor bekomme. Mag überzeugen, es. Jonas Hut und Grundmagier, plus 2, plus 4. Ist nicht euer Beruf, wissen Sie, dass es ein Verschluss zeigt? Sagt mir wenigstens, wo das Gewölbe ist. Ja, das bringt mich ja gar nichts. Okay, also ich glaube, mehr Bonus kann ich glaube ich, so auf Magiewürfe nicht kriegen. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no. You are not allowed in there either. Also sie meint, wir haben keinen Zutritt zu ihrem Büro, wenn nur dort durchkommt man dahin. Danke, ich habe mir jetzt genug genannt. You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. Warum muss ich mir jetzt wirklich den ganzen Weg hier durch diese Bude hier durchmörder-hoboen? How can I help you? So, was hat sie denn? Ach, guck mal, sie hat Feuerball. Das gekauft. Was hat sie denn noch so schön? Das Schattengewebe, das verzauberte ich. Der vierte Gefährt des Lehrlings. Die ganzen Bücher bringen mir nicht. Es hat niemand verkauft eine Schriftrolle der großen Wiederbelebung, fällt mir mal so auf, ne? Also, das Mini-Spoiler, wenn man Gale wie mal tatsächlich wiederbeleben soll und seine komplettes Ich bin tot, bitte heb mich wieder auf Quest durchgeht, dann kriegt man eine große Dings der Wiederbelebung. Und die habe ich seitdem noch nicht wieder gesehen. So, okay, warum liegt hier hinten eine Leiche? Achso. And luckily for you, that's exactly what I have. The best necromantic charms in the city. Oh, verkauft Nekromantik-Hasmane. Just think of the possibilities once you have a fresh, high-quality, completely safe zombie at your disposal. God, it stinks! It looks like somebody melted most of its flesh off. I'd be a laughing stock with that lumbering round after me. No, no. You and I both know that being undead takes a toll on a corpse. We also do a range of fetching liveries and complimentary perfumes. Also, er meint, sein Wiederbelebungsdingsbums da, sein Nekromantie-Amulett ist total super. Und sie meckert nur darum, dass es so aussieht, wie das Fleisch abgeschmolzen. Das ist ziemlich eklig. Anwendung von Magie bei besonderer Verlegenheit. Unsichtbare Fallen erkennen, Feen für unsichtbares Segen, Glyphen umgehen, fliegende Gasförmige Gestalt, abwehrschädlicher Zauber durch Fallen, Gegenzauber. Oh, ich hätte Gegenzauber verzaubern können. Oder man kann Gegenzauber proaktiv zaubern? Geht das? Der Zombie ist gut im Aufräumen. Ne, okay, man kann Gegenzauber proaktiv zaubern. Okay. Dass sie versucht es immer noch mit dem Zombie immer noch. Versucht immer noch den Zombie zu verkaufen. Do you think that zombie looks fresh? Is fresh good? I never know with zombies. Ich frage, ob der Zombie frisch aussieht. So, ich nehme mal an, der Händler ist der Lava-Elementar hier. The lava elemental looks at you placidly. Near unfathomable heat beating against your face. Okay, gut, das ist sehr heiß anscheinend. Das Vieranzugung, okay. Italia-Kreuz? Have you seen how much the prices have risen? Might as well be throwing my gold straight into the lava elemental. Mhm. Also, sie meint, alles ist zu teuer geworden. Sie könnte ihr Geld direkt in den lava elemental reinwerfen. Nein, weil ich will nicht hoch. Da muss noch eine Gäste sein. Wer sind hier in einem Wand noch? Danach haben wir mit allen Leuten geredet, die hier relevant sind. Eigentlich würde ich gerne noch Heiltränke kaufen, aber irgendwie ist hier keiner. Fellow bargain hunter, I see. The hidden gems here are far better value than the rare books Tolner keeps locked behind the desk. Aha, okay, gut. Ja, außer die seltenen Bücher hinter dem Dings gibt es hier anscheinend nicht viel. Gut, dann gehen wir mal in die zweite Etage. Gestern noch Schuhe. Die schon gesehen? Still here? I'll have you know my... Achso, das war ja die mich dafür gescholten hat, dass ich vorher da war. Ja, nee, das ging nicht ganz gut. Hier fehlt irgendwie noch ein Luftelementar, ne? Das Zeitkugeln? Was ist denn das da noch? Ist das so eine Flammenklinge? Was ist das da?
Das ist ein Kampfstab. Ein Goldnesting-Stab. Ah, es feuert diesen Stab umhüllt, scheint sich in der Luft zu speisen, den dunklen Stab nicht zu verbrennen. Naja, gut. Gibt's hier auch noch mehr? Also, Roland ist also nur ein besserer Verkäufer geworden. Ich frage mich, wo seine Geschwister sind. Oder ich habe hier gleich zwei Questfile. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. Ah, ja, if you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Das ist eine weitere magische Projektion, wie wir die von Gale kennen, die quasi nur sagt, wenn du das haben willst, dann geh nach dort. So, warum gibt es hier nicht lauter Portale? Okay, das ist wahrscheinlich das Büro der... Okay, gut. Wie aufmerksam können diese komischen Wächter eigentlich schon sein? Achso, da steht auch dran, wo es hingeht. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. Oh. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. Ach so, damit wird erstmal aussortiert, wer es verdient, zu Lorokan zu laufen. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. Also es hier sagt, dass das Nachtlied ein Liebestrank ist, quasi. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. Okay, also sie haben quasi... Also. The Night Song is an immortal being. Also Lorokan weiß, was das Nachtlied ist, würde ich mal sagen. Aufgrund der Tatsache, dass eines der Möglichkeiten, die hier rauskommen können, halt genau das sind. Ne? Das ist halt ein Kind der Göttlichkeit. Das ist auf jeden Fall kein Druidenstab. So. Der Magier von Tiefwasser? Oh. Eine andere Perspektive des Gewebes für die Harten und Zehen? Achso, das ist wahrscheinlich das Ding hier mit. Nach Standardlehren besteht das Gewebe aus dem Körper Mystras oder der Mene Mystritz. Die Faser verbindet die gesamte Schöpfung mit der Quelle der Magie selbst. Ich stelle den unerschrockenen Lesern in den Raum, dass die Wahrheit noch viel faszinierender ist. Das Gewebe, wie wir es kennen, ist überhaupt nicht unsichtbar. Nein, es gibt unter uns jene, die Seher nennen, welche die wahre Natur des Gewebes als unendlich feine, aber physisch und essbare Substanz wahrnehmen können, die vor vielen Zeitern von raumfahrenden Riesen namens Immortums hinterlassen wurden. Wann immer wir uns diese Kraft bedienen, verzerren Wesen namens Gewebeteufel die Gewebefasern und ihre Exkremente sind jede Macht, die wir Magie nennen. Ich weiß, dies wird manche dieser schockieren, doch ich gebe nur die Tatsachen wieder, die mir bekannt sind und welche die geschätzte Magiegemeinschaft noch vorenthalten wird. Ah ja. Eine Nachricht vom Womper. Miklauer, da ihr euch seit dem Vorfall mit den Dreijährigen weigert, mir zu sprechen, bleibt mir keine Wahl, als mich schriftlich an euch zu wenden. Meister Lorokan weist euch an, die neu erworbene Lampe, die mit dem Genie, in die Schatzkammer zu bringen und hinter den Schutzwand zu lagern. Es ist viel zu gefährlich, sie in den Laden auslagern zu lassen. Womper. Warte mal, ist das Lorokan nicht auch diese, die Flasche, wo der Beholder drin ist? Schlüssel zur Truhe im Zauber. Ja, den ist geklaut. Übereifrige Nachricht. Miklauer. Meister Lorokan wünscht sich, dass seine Folianten mit Erkenntniszauber in den Keller gebracht wird. Der Meister muss sich konzentrieren, ohne unterbrochen zu werden, um das Ungesehene zu sehen. Da ihr euch mit dem Vorfall, seit ich den Vorfall mit den Affen weigert, mit mir zu sprechen, muss ich meine Aufträge schriftlich an mich richten. Womper. Okay. Aber was hat das jetzt mit Geld zu tun, der Magier von Tiefwasser? Wir haben toll das klingt, als wäre das unsichtbar gesichert. Wir müssen uns vorsehen. Spangenbuch? Really? Schlüssel zur Truhe im Zauberkeller drüber und praktisch Magieband 2. Dieser Band behandelt die Natur toter magischer Bereiche. In einer Ära namens Zeit der Sorge gab es zahlreiche Veränderungen in der Welt, nicht zuletzt den Zerfall und Neustrukturierung der Quellen aller Magie, genannt das Gewebe. Die Welt hat sich zwar von dieser Zeit erholt, doch es gibt noch Orte, die ihre magische Kraft beraubt und abgeschnitten vom Gewebe sind. Dort ist jede Magie und alles Zauberwirken außer Kraft gesetzt. Und da hätte man das tatsächlich hochfliegen können, ne? Ich kann ja. You've wandered into a forbidden area. Okay, also ich muss tatsächlich schleichen, mal drin zu sein. Jetzt guck mich diese dummen Roboter an. Gale! Salutations. Möchtest du nicht mal von dieser Richtung, mit dieser schönen Richtung zu reden? So, okay, danke dafür. Eigentlich wollte ich noch die andere Bude leer räumen, aber wir können ja erstmal kurz quicksave durch dieses Portal springen. Weil mit Lorokan so quatschen schaffe ich heute eh nicht mehr. Das dauert, glaube ich, zu lange. Ah ja, I see.
Ja gut, das ist jetzt aber nicht so die Aufgabe des Jahrhunderts hier durchzukommen, ne? Das kriegen wir. Das kriegen wir schon noch hin. Mit den Archivs, sag ich mal. Das sollte eigentlich relativ leicht sein, so. Das muss ich mal sehen. Kala, willst du nicht dastehen und dich mit diesem Roboter unterhalten? Okay, es ist nicht wirklich ein Roboter, aber naja. So, mal hier, okay. Das hier hat gar nicht so viel, das hier hat gar nicht so viel Sichtweite. Das macht es natürlich sehr angenehm. 20 sollte gerade noch ausreichend sein. So, wessen Büro breche ich jetzt hier nicht ein? Okay, das ist einfach nur der Weg zu Kasus? Aus der Hand von Ramazzit. Welcher Blick über die wahre Bedeutung der Magie wird Silberhand anbieten? Nehmt die versprochene Hand und seht die Bannmagie über die Handfläche gleiten. Denn euch wird den Schutz vor lebender Feuer aus Silberhands benötigen. Nur durch seine Flamme wird es möglich sein, Kasus' Pfad zu folgen. Einführung für Magie des Gewebes, das kennen wir. Die Gefährten des Lehrlings, erster Buch. Die Bedeutung von Zauberkomponenten darf von keinem Zauberwirk unterschätzt werden. Verbale, somatische und Materialkomponenten müssen jeweils korrekt eingesetzt werden, was bedeutet, dass man sicher sein muss, keine Verstummung oder Festsetzung zu unterliegen und dessen gewünschten Zauber nicht wirken zu können. Oh? Oh? Wie oh? Hast du gerade die Erkenntnis, dass man Wachen mit anderen Begleitern auslösen kann? Wichtige Magier, Loroakan, Edition des Herausgebers. Dieses Buch wirkt wie eine Sonderausgabe, nicht wie die sonstigen Massendruckwaren dieser Reihe. Auf der ersten Seite ist eine Notiz vermerkt. Sehr geehrter Herr, wie wohl ich eure Versuch, zu unserer beliebten Serie beizutragen, zu schätzen weiß, fürchte ich, dass wir deshalb keine Lesebeiträge annehmen. Ferner würde ich euch die Betreuung unseres Faktenprüfers Harp Freimut anempfehlen, solltet ihr versuchen wollen, diesen Band unter anderen Namen anderweitig zu veröffentlichen. Mit freundlichen Grüßen, Embra Coil. Es kann sein, dass du das Buch übersehen hast. Der Weg zu Kasus? Naja, das sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das könnte nochmal nützlich sein, ne? So. Ist doch schön, dass man... Bin ich ja mal sehr gespannt, was alle... Was? Hä? Ich bin doch nur... Oh. Das ist ja anstrengend jetzt. Ich meine, an sich ist es ziemlich egal, ob welche random Roboter mich nicht mögen. Dieses ganze Sympathie-Dingsy ist ja sowieso irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir könnten noch mit einer beschworenen Spinne reden. Naja gut, ansonsten würde ich mal sagen, bei Olle Loroakan brechen wir beim nächsten Mal ein. Und nicht jetzt. Das ging so ohne Probleme. An sich bräuchte ich wahrscheinlich Schattenherz für den Einsatz. Weil die Unsichtbares sehen kann, ne? Das Tarion bräuchte ich so zum Einbrechen? Was sollte denn Hanna... Was? Denn Ornaran hat Kaga beendet? Weil sie den Freundesbär nicht mochte? Das ist natürlich... Ein bisschen ironisch. Sag mal, sollte Schattenherz nicht in der Lage sein, Unsichtbares zu sehen? Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die Ads mitkommen. So, wir sind weiterhin Meister des Sneak. You've got the wrong man for this. Ich hab den falschen Mann. Okay, das Verlangen ist grob. Okay, dann müssen wir wohl nochmal laden, vermute ich. Das waren die Ads, ne? Können die irgendwas? Nö. Ach, schön, dass Roland auch feindlich ist, ne? Naja. Würde mich aber alles hier nicht aufhalten, das ganze Zeug, aber ich glaube, das laden wir nochmal, weil das war jetzt ein bisschen dumm. Weil die Ads wurden, glaube ich, gesehen beim Versuch einzubrechen. Das ist aber ein schönes Stück hin. Da muss ich nochmal zurückspielen. Naja, das aber alles beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt, bei Los geht. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag.